Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und heute gibt es wieder eine Folge, in der wir uns da mal ein bisschen die ganze Sache anschauen, welche Quest uns demnächst in Star Stable erwarten könnte. Denn wir wissen ja schon so genau, was im Juni alles kommen wird. Im Juni kommt das Wolkenreich, im Juni kommt Midsommar und wir wissen, im Juni kommt der Haflinger als Rework. Was ist aber jetzt überhaupt noch offen? Im Juni ist es eher so der Story-Part, weil wir haben jetzt in diesen aktuellen Wochen haben wir die ganze Sache mit der Baroness. Wir hatten da jetzt nochmal ein bisschen so diese Erweiterung. Da haben wir dort Story-Quest, da haben wir dort noch ein neues Rennen gehabt. Eigentlich war für Star Stable so ziemlich alles durch. Doch was steht denn eigentlich jetzt als nächstes an? Und dafür müssen wir uns einfach mal ins Moorland begeben. Denn es ist eine ganze Weile her, dass diese Quest in Star Stable war. Doch jetzt macht es den Anschein, als kommt diese Quest zurück mit vielleicht einer abgewandelten Form. Wir wissen es nicht genau. Und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Denn die gute Tan hatte vor einiger Zeit mal eine Geburtstagsfeier. Und das zeige ich euch jetzt so ein bisschen auf den Bildern. Denn dabei haben sich alle Bobcats und noch ein paar Leute mit uns zusammen oben hier bei dieser alten verlassenen Farm getroffen und dort zusammen den Geburtstag von Tan gefeiert. Und das war nämlich hier oben. Und jetzt fällt uns nämlich was auf, dass hier genau an dieser Stelle, wo auch damals das Ganze so ein bisschen aufgebaut war, sind jetzt auch noch Musicboxen dazu. Und wir haben eben wieder so ein bisschen diesen DJ-Bereich aufgebaut. Und was könnte das heißen? Das könnte heißen, da es ja auch ein bisschen anders aussieht, dass nicht nur Tan, sondern auch eben besser gesagt diese Quest ein Rework bekommt. Dieser ganze Bereich hier ist ja auch einer von den Bereichen, der jetzt schon eine ganze Weile nicht angepackt wurde. Sodass man sagen könnte, okay, wir haben jetzt so ein bisschen Silverglade Rework gehabt. Wir bekommen jetzt vielleicht als nächsten Rework-Bereich eben Hollowoods, der so ein bisschen noch in der Richtung mitgeplant ist, mit zusammen der nächsten Nachtreiterin vielleicht. Vielleicht, was würde dazu passen, Katja, Jay wären ja quasi als nächste Kandidaten offen. Oder wir haben hier unten vielleicht auch den Nilmas Hochlandbereich mit der Tan Quest, die wir hier bekommen. Und zusammen mit der Rework-Sache von Tans Quest bekommen wir vielleicht auch dazu dann eben nicht nur Tan, sondern eben den Bereich hier als Rework vielleicht zusammen auch mit dem Zirkus. Das könnte eine gute Variation sein, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt dann das Nilmas Hochland mit zusammen der Tan Quest und vielleicht auch einer der Nachtreiterinnen. Das wäre ja auch eine Option, dass wir hier zusammen dann eben als Beispiel Jay bekommen würden. Und dann später vielleicht mit dem Hollowoods Rework zusammen vielleicht auch dann oben Katja bekommen würden. Das würde beides eigentlich ganz gut zusammenpassen. Wäre auf jeden Fall sehr bald nötig, denn wir haben gar nicht so viel Zeit mehr. Für das ganze Jahr über sind ja eigentlich dann noch die ganzen der Nachtreiter geplant. Also eigentlich ist der Plan, dass die Nachtreiter komplett ihr Rework bekommen für dieses Jahr und dazu auch noch wir. Also eigentlich sind nicht nur eine, sondern es sind eigentlich zwei Sachen noch geplant. Nachtreiter und wir als Charakter Rework sind beides noch geplant. Und jetzt haben wir eben das Problem damit, dass es, naja, wie soll man sagen, ein bisschen eng wird. Ich habe ja die Updates für dieses Jahr schon mal so als eine Vorab-Variation das Video gezeigt. Und da sehen wir selber, es sind nicht so viele Lücken da, in die das Ganze reinkommen könnte. Natürlich könnte alles immer zusätzlich kommen, dass man sagt, okay, wir haben auf jeden Fall noch Weihnachten und wir haben auch noch zusätzlich zu Weihnachten haben wir auch noch Halloween.
Dann wären es ja zwei perfekte Updates, wo man dann jeweils nochmal zwei Nachtreiter reinpacken könnte. Dann wird es aber schon sehr unwahrscheinlich, auch mit dem Charakter-Rework. Und das Charakter-Rework ist noch nicht so weit, wenn ihr euch mal überlegt, wo wir da gewesen sind beim letzten Mal beim Charakter-Rework. Dann waren wir gerade bei diesen unterschiedlichen Hauttönen, die wir aktuell präsentiert bekommen haben. Also wir haben, Und wir haben da noch nicht so viel Neues bekommen, außer dass wir eben so ein bisschen Hautfarbe schon drin haben. Aber man merkt, Star Stable ist da immer noch sehr, sehr stark im Entwicklungsprozess drin. Also da ist noch einiges davon weiter. Es ist noch in sehr weiten Tüchern, bevor man da irgendwie sagen könnte, das ist jetzt schon spruchreif. Klar, es wird beides so ein bisschen simultan gebaut, aber wo die Nachtreiter doch schon ziemlich weit bis eigentlich fertig sein sollte, ist das Charakter-Rework. Ja, wenn man überlegt, wo es am Anfang des Jahres war und wo es jetzt ist, ist da doch noch einiges zu tun. Aber gut, gehen wir wieder zurück zu dem Geburtstag. Für mich sieht es danach aus, als wäre da ein guter Zeitpunkt, um das reinzupacken, dass das sozusagen so ein bisschen das Sommer-Quest-Loch so ein bisschen füllt, weil kann man sich mal überlegen, was wäre denn eine Alternative? Es ist noch nichts, was in die Richtung Halloween in so einen Bereich geht. Midsommer ist auch gerade, ja, der Star Stable Geburtstag deutet sich dann schon so ein bisschen an in der Ferne. Von daher wäre es eigentlich eine gute Möglichkeit, das wieder reinzubringen. War jetzt die letzten Jahre ja eher nicht da. Ich glaube, das letzte Mal war 2019, wo der 10-Geburtstag drin war. Ihr könnt mir ja auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr 10s Geburtstag eigentlich erlebt habt oder ob das für euch ein völlig neues Ding wäre. Und dann können wir eigentlich soweit sagen, also es sieht aus, als würde was in diese Richtung da kommen, könnte aber natürlich auch nur ein Fehler sein. Was gegen einen Fehler spricht, ist aber, dass das Ganze ja anders aussieht. Also 10s Geburtstag selber hatte eher so die Halloween-Deko da. Und wenn ihr die Bilder anschaut, sieht das auch schon anders aus. Aber das ist das Einzige, was dort in der Art passiert war und was so ein bisschen in diese Richtung geht. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Denkt ihr auch, dass das die neue sommerliche Quest-Sache werden wird? Freut ihr euch drauf? Habt ihr es vielleicht sogar selber schon mal mitgemacht? Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. I've got issues, 'cause I fell in love with you. Doesn't make sense, but it's true. I can't help myself, gotta get